Alex, was gibt's? Passt auf, ihr braucht den Detektiv nicht mehr abzuholen. Er hat sich ein Taxi genommen und ist schon hier. Ja, alles klar. Dann kommen wir gleich ins Büro. Vorher müssen wir allerdings noch bei Robert zu Hause vorbei. Er braucht ein neues Hemd. Der hat sich eingesaut. Sehr lustig. Tschüss. Bitte, hallo? Ach. Ja, tatsächlich. Ich habe im Imbiss mein Portemonnaie vergessen. Ja, ja, das Alter. Wäre dein Arsch nicht angewachsen, dann hättest du den auch noch vergessen. Ja. Kann ich gleich vorbeikommen? Ach so. Okay, alles klar. Ich danke Ihnen, tschüss. Das ist ja mal nett. Der Imbissmann hat in meinem Portemonnaie eine Karte von mir gefunden und mich gleich angerufen. Bist du prima? Fährt am Bus hin? Genau. Ja, ich dreh schon um. Nein, nein, nein. Der hat schon zugemacht. Wir müssen in die Waldmannstraße. Okay, Waldmannstraße. Gehen wir doch mal ein. Ja, ich bin Privatdetektiv. Warum müssen Sie unbedingt mit mir sprechen? Sie haben gestern einen Robert Ritter angerufen. Ja, das stimmt. Und warum? Muss ich das sagen? Ich habe doch auch so eine Art Schweigepflicht. Ja, Sie müssen. Der Mann ist nämlich tot, ermordet worden. Was? Was wollten Sie von dem Mann? Ich wollte ihn treffen. Der hat auch zugesagt. In einem Café gestern. Aber da ist er nicht gekommen. Und er war auch nicht mehr erreichbar. Tot? Besitzen Sie eine Schusswaffe? Nein! Ich sollte nur einen Robert Ritter ausfindig machen. Im Alter zwischen 29 und 30 Jahren. Und den Mann habe ich auch kontaktiert. Aha. Es gibt nämlich noch einen Toten. Der heißt auch Robert Ritter, 29 Jahre alt. Was steckt dahinter? Ich soll ihn nur finden. Wir haben hier noch fehlenden Robert Ritters ausfindig gemacht. Der eine ist 87, lebt im Altersheim, der andere ist 24 und gerade auf Ibiza. Alles klar, danke, Max. Zwischen 29 und 30, zwei davon sind tot. Die anderen fallen in andere Altersklassen. Genau wie der junge Mann, der vorhin hier war. Der bleibt doch nur noch unser, Robert. Alex, was gibt's denn schon wieder? Hä? Was? Robert hat gerade einen Anruf bekommen von irgendeinem Typen wegen seiner Brieftasche. Ich melde mich wieder. Robert! Robert, Deckung! Was war das denn? Jetzt haben wir Schwein gehabt. Danke, Mann. Alles klar. Das ist Robert. Gott sei Dank, Robert. Was? Warte mal kurz. Auf Robert ist geschossen worden. Aber ihm ist nichts passiert. Der Täter ist flüchtig. Hey, Robert, Junge, geht's dir gut? Ja, ein Glück, echt. Du, am besten, du nimmst dir mal ein paar Tage frei. Ja, okay, ganz wie du willst, aber Mann, Junge, pass auf dich auf, okay? Ja, ciao. Jemand hat auf Ihren Kollegen geschossen? Ja, verdammt. Auch ein Robert Ritter? Ja. Und jetzt endlich mal raus mit der Sprache. Wer ist Ihr Auftraggeber? Herr Wolfgang Pohlmann. Für ihn sollte ich einen Robert Ritter ausfindig machen. Und davon gibt's mehrere. Und warum sollten Sie den Mann finden? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie Herrn Pohlmann selber fragen. Zwei Männer tot? Ja, so ist es. Und beide hießen Robert Ritter. So wie mein Kollege hier. Ja, auf mich wurde auch geschossen. Und jetzt sagen Sie uns die Wahrheit. Wen sollte der Privatdetektiv für Sie finden? Und warum? Es geht um meinen Sohn. Ich suche meinen Sohn. Dann ja, hol doch mal den Brief aus der Kommode. Ja. Vor mehr als 30 Jahren hatte ich eine Affäre. Sie hieß Astrid. Es ist in die Brüche gegangen. Wir haben uns getrennt und nie wiedergesehen. Vergangene Woche nun kam dieser Brief. Lieber Wolfgang, ich bin schwer krank und werde sterben. Ich möchte noch, dass du weißt, dass ich damals schwanger war, als wir uns getrennt haben. Ich stand mit nichts da. Ich habe den Jungen geboren und zur Adoption freigegeben. Ich habe ihn nun vor ein paar Monaten getroffen. Er heißt Robert Ritter. Und es geht ihm gut. Ich möchte nur, dass du es weißt.
Leb wohl, Astrid. Ja, ich habe noch versucht, Kontakt aufzunehmen mit Astrid, um mehr zu erfahren. Aber sie war verstorben. Krebs. Sie wollten also Ihren leiblichen Sohn finden? Ja, ich wollte ihn sehen. Ich wollte mit ihm sprechen, sehen, was sich entwickelt. Ich habe mir immer so sehr Kinder gewünscht. Unsere Ehe ist leider kinderlos geblieben. Und ich bin gesundheitlich sehr angeschlagen. Du musst auch nachher noch deinen Tee trinken. Du weißt, du brauchst viel Flüssigkeit. Aber ich verstehe das nicht, dass diese beiden Männer ermordet wurden. Ist das Zufall? Zwei Männer mit demselben Namen. Wohl kaum. Außerdem wurde er auf meinen Kollegen geschossen. Sagen Sie, wer sind diese beiden Toten? Ist einer davon möglicherweise mein Sohn? Also bei einer Person können wir es zu 100% ausschließen. Da wurden die Eltern in Hildesheim erreicht. Bei dem anderen sind wir noch nicht ganz sicher. Michael, wir haben den Sohn ermittelt. Ja und? Warum war der nicht unter Robert Ritter gemeldet? Weil der vor 2 Monaten geheiratet hat und den Namen seiner Frau angenommen hat. Der heißt jetzt Robert Weber. Aha. Tja, dann war der Detektiv die ganze Zeit auf der falschen Spur. Und der Mörder vermutlich auch. Ja. Diesen Robert Weber habe ich schon erreicht, der kommt gleich. Mein leiblicher Vater. Sie haben erwähnt, dass er mich sucht. Ja, er war ein Detektiv. Er wusste nur, dass Sie Robert Ritter heißen und wie alt Sie sein müssen. Dass Sie den Namen Weber angenommen haben, davon hat er keine Ahnung. Ja, aber wieso schalten Sie sich jetzt ein? Die Kriminalpolizei? Weil 2 Männer tot sind. Ermordet worden. Sie hießen beide Robert Ritter und waren beide in Ihrem Alter. Möglicherweise hat der Täter auf Sie abgesehen. Auf mich? Ich verstehe das nicht. Wieso sollte jemand mich umbringen wollen? Wir haben da so eine Vermutung, aber leider noch keinen Beweis. Wir bräuchten Ihre Hilfe. 2 Menschen ermordet. Und ich sollte dran glauben. Natürlich werde ich Ihnen helfen. Sehr gut. Dann werden wir gleich mal die frohe Botschaft verkünden, dass der verlorene Sohn wieder aufgetaucht ist. Will ich mal. Frau Pohlmann? Ja, Maja Mischke hier von der Detektei Holdorf. Ja, gute Nachrichten. Robert ist aufgetaucht, wir haben ihn gefunden. Ja, er heißt jetzt Weber, er hat den Namen seiner Frau angenommen. Robert Weber, genau. Dinkelstraße 17. Würden Sie das Ihrem Mann ausrichten? Vielen Dank. Wiederhören. Robert Weber? Nein, Robert Ritter. Runter mit der Waffe! Ganz langsam auf den Boden legen. Wer sind Sie? Wir sind von der Polizei. Waffe ablegen! Ganz langsam, ja? Wir haben einen Robert Ritter nach dem anderen abgeknallt, in der Hoffnung, der Richtige wird schon dabei sein. Ja, bevor der Detektiv ihn findet. Was für ein Detektiv und warum sollte ich die überhaupt alle abgeknallt haben? Vielleicht wegen möglicher finanzieller Nachteile, Herr Koch. Verstehe ich nicht. Das verstehen Sie nicht? Tanja Pohlmann, geborene Koch, das ist doch Ihre Schwester. Ja, meinetwegen. Was dabei? Vielleicht hatte sie ja Angst, dass auf einmal ein leiblicher Sohn ihres wohlhabenden Mannes in Erscheinung tritt und womöglich was erbt. Was hat Ihre Schwester Ihnen für die Ermordung der Männer ergeben? Oder was hat sie Ihnen in Aussicht gestellt? Das ist doch Quatsch. Meine Schwester hat mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Und woher haben Sie denn die Adresse von Robert Weber? Woher? Telefonbuch? Ja, klar. Wenn Sie die Wahrheit nicht sagen wollen, ist das kein Problem. Die kriegen wir auch anders raus. Wir werden Ihrer Schwester jetzt erstmal mitteilen, dass der leibliche Sohn leider verstorben ist. Und dann wollen wir mal sehen. Frau Pohlmann? Naseband von der Kriminalpolizei hier. Ich habe leider eine traurige Mitteilung für Sie und Ihren Mann. Ja, ich richte ihm aus. Wiederhören. Oh.
Wolfgang? Wo bist du? Ich muss dir was sagen, die Polizei hat angerufen. Wer sind Sie denn? Ich bin Robert Weber. Das kann doch gar nicht sein. Der ist doch... Tot? Nein, noch nicht. Ja, Tanja. Mein Sohn lebt. Und Sie wollten mich töten. Ja, mich auch. Und zwei Menschen hast du getötet. Beziehungsweise dein Bruder. Und das alles aus Habgier. Seid ihr doch für Abschaum. Das war alles Markus' Idee. Glaub mir, ich würde doch nie... Was ist das eigentlich für ein Gewürz, das ich immer auf mein Essen bekomme? Bärlauch, also Bärlauchpulver, das isst du doch so gerne. Ja, es riecht tatsächlich ein wenig nach Knoblauch. Aber wissen Sie, was noch nach Knoblauch riecht? E605, ein längst verbotenes Schädlingsbekämpfungsmittel. Ein Schädlingsbekämpfungsmittel? Ja. Ihre Frau wollte sie langsam aber sicher vergiften, um an ihr Erbe zu gelangen. Und den plötzlich auftauchenden Sohn als Miterben zu beseitigen. Am besten, wir bringen Sie sofort in ein Krankenhaus. Dort werden sich die Ärzte um Sie kümmern. Und Sie? Sie sind vorläufig festgenommen.